geschlossen. Hast du geschlossen? Ich habe auch geschlossen. Wahrscheinlich habe ich zu laut eingestellt. Warte, ich mache mal leiser das Mikrofon. So, jetzt so? Hast du mich hier. Okay. Immer noch doppelt, ne? Warte mal. Besser so? Besser so? Ja, ich glaube, jetzt ist es besser so. Ich habe gesehen, ich hatte dieses Fenster eben zweimal auf. Ich hoffe, wir haben noch niemanden verjagt. Nee. Anfangs dauert es immer eine Weile, bis jemand. Also ich bekomme hier angezeigt, dass wir einen Zuschauer schon haben und ich traue mich natürlich jetzt nicht, Facebook aufzumachen, weil wir sonst eben diese Rückkopplungsfunktion von gerade wieder haben. Das heißt, wir arbeiten hier über BeLive. Das ist eine Plattform, die darauf ausgerichtet ist, dass man eben auch zu zweit einen Broadcast starten kann, live gehen kann bei Facebook, und das machen wir. Beim letzten Mal hat die Chantal Perrin-Jacquet moderiert, heute mache ich ihr das, aber ich begrüße auf jeden Fall die Chantal ganz, ganz herzlich hier bei mir auf der Seite, bei mir im Profil zum Live-Talk heute, zum Business-Talk. Ja, hallo, ein herzliches Hallo zurück an dich. Schön, hier zu sein. Danke, Julia. Wir haben ja den Live-Talk, den Business-Talk schon mal im vergangenen Jahr begonnen, damals noch auf einer anderen Plattform, die es leider nicht mehr gibt. Wir machen es jetzt hier auf Facebook und hatten vor 3 Wochen schon mal einen Talk, der auch ganz schön war, und führen das heute fort, und wir haben spannende Themen mitgebracht, oder? Ja, genau, ich freue mich sehr drauf. Also es geht heute vor allen Dingen für alle Selbstständigen wieder um das Thema Beziehungsaufbau zum Kunden, Aufbau von sogenannten E-Mail-Listen. Wir gucken uns an, was können wir tun, um möglichst guten Content zu liefern, dass unsere Interessenten wirklich interessiert sind, dass sie Lust haben, bei uns zu kaufen und dass sie Lust haben, mit uns in Kontakt zu kommen, mit uns in Kontakt zu bleiben und im besten Fall natürlich auch unsere Kunden werden und bleiben. Und vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Chantal, was machst du so? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Business Coach und Medium. Ich vereine zwei völlig verschiedene Berufe, habe hier aber so, kann ich sagen, meine Nische gefunden. Ich unterstütze Frauen und Männer, die selbstständig sind, eins oder mehrere Business haben, dabei Teams aufzubauen und Teams exzellent zu führen, so dass sie wirklich eine Entlastung spüren und sich im Rücken gestärkt fühlen und auch ihre Freiheit wieder zurückkriegen und ein viel besseres Leben leben, halt dann auch genießen dürfen. Ja. Schön. Und du hast auch eine Facebook-Gruppe, ne? Da werden wir nachher noch drauf hinweisen, wer sich also für das Thema Teamaufbau interessiert, sich vergrößern, ausdehnen, ausweiten interessiert, der ist bei der Chantal natürlich sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, sehr gerne. Ich poste das gerne nachher. Ja, danke. Das ist ja immer so ganz spannend. Das heißt, wir alle brauchen ja immer wieder auch neue Kunden. Und die Frage ist ja auch immer, egal ob du im Offline oder im Online oder in beiden Welten, möchte ich jetzt mal sagen, zu Hause bist, es ist ja dennoch immer so, dass wir uns immer wieder stetig darum bemühen, Kunden neu zu akquirieren, aber eben auch Kunden zu behalten. Und ein gutes Verhältnis mit Kunden aufzubauen. Ich selber bin jemand, ich habe immer wieder auch bei denselben Leuten, kaufe ich auch gerne bei denselben Leuten, weil ich persönlich dann auch die Erfahrung mache, die kennen mich schon und die wissen, was ich für einen Bedarf habe und so weiter. Also wenn ich jetzt ein Mentoring kaufe oder eine persönliche Begleitung bei einem Coach oder so, das ist für mich immer ein sehr gutes Gefühl, wenn ich weiß, derjenige kennt mich schon, der kennt mein Geschäft, meine Problematik oder meine Herausforderungen ein bisschen und kann mich da entsprechend unterstützen. Und ich habe auch schon bei einigen Personen mehrfach gekauft, genau aus dem Grund, weil ich wenn ich einmal glücklich und zufrieden war, dann auch gerne wieder dahin zurückgekehrt bin. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir natürlich immer wieder neue Kunden brauchen. Oh, die Jutta ist da. Hallo, Jutta. Ja, das heißt, wir haben immer wieder auch die Herausforderung, dass wir selbstverständlich auch neue Kunden brauchen. Und unser heutiges Thema steht ja auch darunter. Vielleicht einfach mal ganz kurz umrissen, Chantal, welche Ideen, wie machst du das denn so? Wie gehst du diese Herausforderung an? Ja, weißt du, also jetzt bin ich 11 Jahre selbstständig und ich muss dir ehrlich gestehen, zu Beginn habe ich davon nichts genug gewusst. Natürlich
habe ich gewusst, ich muss Kunden gewinnen, logisch, ne? Und ich soll Offerten machen und aktiv auch mich um Kunden kümmern. Und aber wie es allen geht, glaube ich, hatte ich davor grundsätzlich Angst. Und ich habe damals noch beschlossen, ja, entweder sieht man mich oder man sieht mich halt nicht und dann soll es nicht sein. Aber das hätte mir fast das Genick gebrochen. Und ich weiß auch, dass ganz viele so wieder Konkurs gehen oder wieder schließen innerhalb von 2 bis maximal 5 Jahren. Ich hatte vielleicht Glück, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich trotzdem irgendwie auch unbewusst gespürt, dass es mehr braucht, nämlich eine Beziehung zu machen zu Menschen, die noch nicht meine Kunden sind und zu jenen, die es geworden sind. Weil der Kunde, der es geworden ist, wirklich, wie du es so schön gesagt hast, ja, gerne auch Kunde bleiben möchte. Also wieder, gerne wiederkommt. Ne? Man vergisst das gerne. Also ich bin ja selber auch eine treue Kundin, ja, deshalb habe ich ja eben gerade schon gesagt, also ich gehe halt gerne immer wieder zu denselben Leuten, vielleicht bin ich einfach nur ein Gewohnheitstier, aber es ist natürlich auch, das hat auch ganz, ganz viel nach meiner Erfahrung eben mit Vertrauen zu tun, also wenn ich Vertrauen zu jemandem gewonnen habe oder aufgebaut habe, auch als Gebender, als Verkäufer, als derjenige, der etwas liefert, wenn ich weiß, ein Kunde hat Vertrauen zu mir, oh, Christian ist auch da, ist schön, dann ist es natürlich auch so, dass ich mich selbstverständlich auch darum bemühe, denjenigen bei mir zu behalten, ja, beziehungsweise ich bin als Kundin auch froh und glücklich, wenn mir jemand so viel Mehrwert liefern kann, dass ich immer wieder gerne da kaufe. Ich weiß, dass ich teilweise aktiv nach sehr tollen Programmen gefragt habe, da wo wir uns auch kennengelernt haben, ja. Bei Wiebke habe ich mehrfach gekauft zum Beispiel und auch sehr, sehr gerne. Ja. Und achso, man kann da reinschreiben, gell? Sehe ich jetzt gerade erst. Seht ihr? Ich habe heute das erste Mal hier mit diesem. Ich glaube, ich kann es vom Cockpit aus sogar reinschreiben. Ah. Ja, spannend. Also bei mir ist es eben auch so, dass ich bin jetzt seit 20 Jahren, im Februar 20 Jahre war ich selbstständig schon und das war auch immer so eine Sache mit der Kundengewinnung. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es noch kein echtes Internet. Also nicht so, wie wir das heute kennen. Ja. Und damals hat man auch viel telefoniert und hat sich so vorgestellt, beziehungsweise es gab dann so eine Art Empfehlungsmarketing, die da gegriffen hat, was da gegriffen hat zum Teil. Als ich die erste Plattform kennengelernt habe, das war damals Xing oder Crossing, wie einige sagen, das war für mich wie so ein Segen. Also ich habe damals, ohne dass ich diesen Namen gekannt hätte, habe ich damals angefangen, Content-Marketing zu machen. Was ganz interessant ist, also heute nennt man das so, damals gab es diesen Begriff sicherlich so noch nicht. Und ich habe angefangen, damals in Gruppen zu schreiben. Ich habe einfach Mehrwert geliefert. Ja. Und der Witz, was passiert ist. Ja, eigentlich Content, ne? Content heißt, du lieferst ein Geschenk, etwas, was dem Leser nutzt. Genau, nichts anderes, ja. Und ich habe damals in Gruppen vor allen Dingen geschrieben und habe Antworten auf Fragen gegeben, beziehungsweise hatte dann so in einer Gruppe auch, da ging es so um Business-Knigge und sowas, hatte ich eben relativ viel mal geschrieben. Oh, Camelo ist auch da, wie schön. Und was eben ganz witzig war, damals kam ein Buchverlag auf mich zu und hat gesagt, wollen Sie nicht ein Buch darüber schreiben? Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ja. Zum Beispiel auch an meinen ersten Verlag und an mein erstes Buch gekommen. Also das war eine Auftragsarbeit, interessanterweise, die über Content-Marketing entstanden ist. Ja. Ja. Meiner Meinung nach auch mit, oh, Gordana ist auch da, eins der besten Mittel, um überhaupt Aufträge und Kunden zu generieren. Ich mache es eigentlich immer noch so, wenn ich genau überlege. Webinare vor allen Dingen inzwischen viel, ne, was ja auch oft Content ist, machst du auch, ne? Webinare meine ich. Ja. Dann, was auch mal ganz interessant ist, so dieses Ding mit den E-Mail-Listen. Mhm. Mhm. Ja, man sagt, das Gold liegt in der Liste, ne? Aber sehr viele wissen gar nicht, was die Liste ist. Also vielleicht klären wir dieses Mysterium mal. Ja, können wir mal. Mysterium-Liste. Früher nannte man das einfach Newsletter.
Ja, Newsletter oder noch früher. Also meine Großmutter war ja auch Unternehmerin. Sie hatte eine Gärtnerei. Sehr Okay. erfolgreich mit ihrem Mann zusammen. Und sie hat jeweils ihre Kartei, ihre Kundenkartei geführt. Ne? Ja. Je wehe, da ist jemand diesem Kästchen zu nahe gekommen. Sie hat das auch wie einen Schatz behütet. Echt? Ach, Wirklich. Und ja. niemand durfte reinschreiben und niemand durfte da die Blättchen rausnehmen. Das hat sie alles persönlich gemacht. Und ich glaube, sie hat damals etwas sehr gut kapiert, was ich erst jetzt realisiere, was das bedeutet hat. Sie hat verstanden, dass das ihr Geld ist. Ne? Ja. Ihre Kunden, oder wo die wohnen, die Kunden, oder auch, sie hat sich auch Notizen gemacht, die Vorlieben, oder wie sie getroffen hat. Sehr clever. Also, finde ich. Cool, ja, Ja, cool. so ein CMS von Hand, ne, quasi, ne? Also manuell, ja. Wobei das Manuelle, das ist nicht zu unterschätzen. Also wir haben zwar heute diese Geschichte mit den E-Mail-Newsletter-Anbietern, mit diesen sogenannten Listen eben, und da sagen wir natürlich auch gleich noch was zum Mysterium Liste. Aber ich merke auch immer wieder, in dem Moment, wo ich einen persönlichen Kontakt zu jemandem aufbaue, der interessiert ist oder schon Kunde ist oder so, ist es immer noch mal was ganz anderes. Es hat nämlich genau noch mal diese andere Qualität, die du auch sagst, also was deine Oma damals offenbar schon begriffen hat, nämlich, dass dieser persönliche Kontakt mit jemandem, der ist einfach durch nichts zu ersetzen. Also nicht durch eine gute E-Mail-Liste, nicht durch weiß der Himmel was, ja, das kriegst du Nee, nicht ersetzt. ich glaube, die Liste ist das Mittel zum Zweck. Und ich Genau. denke, man darf auch nicht, das wäre ein Fehler, finde ich, wenn man das vergleichen würde, offline und online. Ja. Echt ein Fehler, sondern es soll zusammenspielen. Es sind Tools, ne? Also, so wie meine Großmutter damals das Karteikästchen als Tool hatte, das zu verwalten, haben wir heute eine E-Mail-Marketing-Software, wer das gut macht in meinen Augen. Ja. Und auch nicht mehr unbedingt nötig, je nachdem, was man für Bedürfnisse hat, aber es ist nicht unbedingt nötig, ein eigenes CMS-System zu haben. Das brauche ich selber nicht mehr. Das habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Ein CMS-System, weißt du, eine Datenverarbeitung, wo. Kundenmanagementsystem, ja. Aha, ja. Und das ist natürlich, also ich sehe da eine riesige Chance darin, wenn man die neuen Zeit, die Entwicklungen der neuen Zeit, die Technik, online etc., wenn man das einfach integriert und auch erkennt, was erleichternd ist. Also wenn ich die Großmutter wieder nehmen darf, die hat wirklich mit Liebe zwei, drei oder viermal vielleicht im Jahr persönliche Briefe geschrieben. Ne? Ja. Persönlich. Und ihre Kunden haben das geschätzt, die haben auch ihre Handschrift geschätzt und die dicken Kuverts, ne, das war damals noch stilvoll, ne, die dicken, das ist heute wieder stilvoll, es Ja. kommt, ja. Und ich glaube heutzutage, es kommt nicht so darauf an, wie man die Beziehung pflegt, Hauptsache man pflegt sie. Ja. Also Newsletter, du hast es angetönt, der Begriff ist leider schon out, also man empfiehlt sogar im E-Mail Marketing, dass man dieses Wort nicht mehr benutzt, vor allem nicht schriftlich, weil es unter Spam geht. Also jedes Mail, das dieses Wort beinhaltet, hat große Gefahr, dass es gespammt wird, also von den Servern aussortiert wird. Und das heißt, Newsletter ist schon out. In dem Sinne, es geht nicht darum, es geht um Beziehungen pflegen, Ja. potenzielle Beziehungen und auch bestehende Beziehungen zu pflegen, glaube ich. Und das ist etwas, was mein Business enorm erleichtert hat. Also, wir haben vorhin die Frage gekriegt, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, welche Software empfiehlt ihr? Ich kann da ganz klar mich committen zu Clicktip. Ja, habe ich auch. Ja, Von auf Ihnen jeden Fall. ausgewählt. Ja, du auch, ne? Ja, habe ich auch. Die einzige deutsche Software, die einen so hohen Standard liefert und einen wirklich als Kunde auch beschützt, ne? Jetzt vor solchen technischen Innovationen wie das Beispiel mit dem Wort Newsletter. Also die informieren den Kunden darüber. Sie haben auch Tools eingebaut, dass man nicht sofort als Spam eingestuft werden kann, nur weil jemand ein Problem hat mit uns. Ne? Kann ja jeder drücken, das ist Spam, und das ist dann einfach nicht wahr. Aber es hat wahnsinnige Auswirkungen auf den Absender des Newsletters. Ich nenne es trotzdem diesen Namen. Und man weiß als Leser gar nicht, was man da auswirken kann, wenn man diesen Knopf drückt. Also das ist echt tragisch. Und Clicktip,
schützt einen da, hat einige Vorgänge mit eingebaut, dass da nichts passiert. Bei anderen Anbietern wird einfach die Liste geschlossen. Der Nutzer, sprich der Kunde, ich ja. zum Beispiel, habe keinen Zugang mehr, kann meine Leute nicht informieren, kann nichts mehr aussenden. Und das ist natürlich, das ist ja. nicht, da kann man nicht arbeiten dann. Ja. Genau, also du kannst, damit kannst eben genau. Also vielleicht nochmal um dieses Mysterium Liste so ein bisschen von unten. Nein, Susanna, genau. ClickTip hat keine Webinar-Software integriert. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wir können da gerne mal drüber sprechen. Also ClickTip ist ein Verwalter von Adressen und ein Anbieter, was du alles mit Newsletter, ich benutze es jetzt trotzdem wieder, mit E-Mail-Marketing machen kannst. Und da bietet ClickTip allerdings extrem viel, ohne jetzt direkt nur über ClickTip sprechen zu wollen. Es geht letztendlich darum, wir haben ja im deutschsprachigen Raum die Gesetzmäßigkeit, dass du nicht einfach deine Adressen, die du so kennst, jetzt einfach so anschreiben darfst oder so. Ne? Du kannst jetzt nicht also die Leute aus Facebook oder Xing nehmen und kannst sagen, ich schreibe denen mal irgendwas, wenn ich jetzt irgendwie ein Angebot habe oder so, sondern die müssen sich bei dir eintragen in die Liste. Wir brauchen also so das sogenannte Doppel-Opt-In-Verfahren. Manche haben auch ein Doppel-Opt-Out-Verfahren, was ich eine Frechheit finde. Ja, du wirst irgendwo zugefügt und dann hinterher hast du Mühe, wieder rauszukommen. Also das ist natürlich echt kein guter Stil, sondern man muss sich schon selber eintragen, man muss es auch per Klick bestätigen. Mhm. Und das ist dann ist derjenige bei mir in der sogenannten Liste. Und es gibt so eine, ich sag mal, ist es ein ungeschriebenes Gesetz? Also die Online-Marketer sprechen darüber, dass so viele Leute, wie du in der Liste hast, du im Monat verdienst. Also hast du 10.000 Leute in der Liste, verdienst du damit 10.000 Euro, wenn du Angebote machst. Und ich kann sagen, es ist weit mehr. Ja. Es muss auch, also ich glaube, es ist so eine Regel, um es irgendwie auch fassen zu können. Ja. Und ja. Es gibt natürlich viele, viele, viele Mysterien und auch Sätze, die nicht zutreffen. Ja. Aber es ist interessant, was das mit mir gemacht hat. Ich weiß nicht, was bei dir passiert ist. Wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat das was Positives bei mir ausgelöst, weil ich zum ersten Mal ein bisschen verstanden habe, worum es wirklich geht. Nämlich, dass ich mit der Datenbank, mit den Leuten, die sich hier bei mir eintragen, weil sie aufrichtig an mir und meinem Wissen interessiert sind, dass ich mit dieser Datenbank auch meine Expertise verkaufen, nicht nur darf, sondern auch soll. Und wenn ich mich in den Kunden hineinversetze, wenn ich irgendwo in einer Liste mich eintrage, möchte ich das ja auch. Ich möchte nicht nur berieselt werden mit irgendwelchen nice to haves oder ja, das war jetzt schön, wie sie es gesagt hat, sondern ich will ja eigentlich Fakten, die mir nutzen, etwas, was mir hilft. Und ich bin ja aus einem gewissen Interesse in dieser Liste eingetragen. Und dann möchte ich das auch haben, dass mir Angebote gemacht werden. Ich kann auch die, ich sage jetzt mal, Verkäuferin besser einschätzen. Wo steht die? Was bietet die gerade an? Und ich kann immer Nein sagen, ist ja logisch. Also ich muss ja nicht wütend werden, nur weil jemand ein Angebot macht. Was, ja, du lachst jetzt, gell? Aber das passiert auch bei dir, nicht wahr? Will ich aber gleich noch was zu sagen. Ja. Also es ist ein interessantes Phänomen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man sozusagen, man bekommt die Leute in die Liste rein, ich sag mal so, mit dem, was du aussendest, ob du jetzt zum Beispiel nur Content aussendest oder ob du auch Angebote machst, damit holst du sozusagen die entsprechenden Leute rein. Ich habe eine Beobachtung gemacht, dass eine junge Frau, die hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, da geht es um Psychologie, um positive Psychologie und die liefert echt super Content, super Content und verweist nirgendwo hin. Also du musst schon echt dann gucken, dass du die Webseite von ihr findest, sie hat auch eine gute Facebook-Seite und so weiter und massenweise Content, aber ohne Verkaufsangebote, ja. Und ich denke, sie hat es irgendwann als Studentin gestartet aus Spaß, aus Interesse an dem Thema, hat einen Riesenkanal aufgebaut oder was ich finde, was das wirklich viel ist, ja, und liefert da echt tolle Inhalte. Und dann hat sie dann ein Angebot gemacht, aber echt für einen kleinen Preis.
Hör mal, die ist zusammengefaltet worden. Ich habe diese Kommentare da unten drunter gelesen, wo sich die Leute aufgeregt haben darüber, dass sie überhaupt etwas verkauft. Ja, das heißt, sie hat natürlich damit, dass sie immer diesen kostenlosen Content gegeben hat, hat sie eine enorme Erwartungshaltung an kostenlose Lieferungen selber geschürt. Und das ist natürlich so, wenn du das einmal hast, also wenn du einmal nur Leute hast, die alles kostenlos haben wollen, dann ist natürlich in dem Moment, wo du ein Angebot rausschickst, ist die Hölle los. Ja. Auf der anderen Seite habe ich eben auch erlebt, dass die Leute, die bei mir sind, die kennen das, die kriegen Angebote und die kaufen ebenso gerne, wie ich auch kaufe bei anderen, wo ich selber in den Listen bin und wo ich quasi drauf warte. Ja. Also es gibt Leute, die schreiben wenig, eigentlich wenig Content-Mails, wenn dann sehr, sehr gute. Und wenn von denen mal was kommt, dann erwarte ich aber auch sofort, dass ein Angebot nachgeschoben wird. Und dann freue ich mich da oft schon drauf, weil es sind teilweise richtig gute Sachen dabei. Ich kaufe halt, ja, jeder kauft gerne. Die meisten Leute kaufen gerne, nur keiner bekommt halt gerne was angedreht. Das mag keiner, aber kaufen tut man gerne. Es gibt auch viele Leute, die gerne kaufen und die können nicht dazu stehen. Aber wir befassen uns mehrmals täglich, behaupte ich, mit dem Thema Kauf und Verkauf. Mhm. Und es ist genau das, was du sagst, auch in meinen Augen. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass man uns etwas aufdrehen will, was man gar nicht braucht, dann kommt es einen schlechten Beigeschmack. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch das Hauptproblem im Thema Verkaufen. Und deshalb ist dieses Wort zu verrufen. Ja. Du sagst das so schön, es ist doch auch unsere Einstellung. Wenn wir selber dazu stehen können, ich bin eine gute Käuferin, ich gebe gerne mein Geld aus und für notwendige Dinge, aber auch für Dinge, die mir einfach gut tun oder wenn ich jemandem etwas Gutes tun möchte, dann soll es so sein. Das ist eine entspanntere Haltung und ich glaube, viele Menschen dürfen an diesem Thema noch arbeiten. Aber wenn wir natürlich Dienstleister sind, die davon leben können müssen, dass wir verkaufen, dann ist es schon elementar, dass wir diese Punkte transformieren und halt so in einen Fluss bringen, dass wir tatsächlich die Leute anziehen, die auch gerne kaufen und die bei uns sind, weil sie unsere Expertise mögen und schätzen und, wie du so schön sagst, halt dann reif sind, wenn ein Angebot kommt. Ne? Genau. Also dieses Resonanzgesetz, das zieht natürlich auch in dieser Hinsicht, der Krümelmaus, wer auch immer Krümelmaus ist, dieser Name. Das Resonanzgesetz, das zieht natürlich auch in dieser Hinsicht, einfach auch, weil man entsprechende Informationen kommuniziert. Letztendlich ist das ja so, ne? Ja, Listenaufbau, also ich mache es ganz, ganz viel über Webinare eben, mache ich sehr gerne und über Inhalte, ich gebe gerne Inhalte raus, muss ich sagen. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Leute sich dann wirklich sehr interessiert eintragen. Ich habe zum Beispiel zum Thema Charisma habe ich einen recht umfangreichen Newsletter. Die sind auch automatisiert. Ich sage das auch einfach so. Ja, das heißt also, das Schöne, wenn man das macht, ist ja, du schreibst nicht so ins Leere rein. Ich kann mich erinnern, als ich die ersten Newsletter rausgeschickt habe, ist Jahre her, da durften die auch noch so heißen. Da habe ich mir viel Mühe gemacht und habe geschrieben und gepinnt und dann ging das ganze Ding an 10 Leute raus und ich so, viel Arbeit für 10 Leute. Und inzwischen ist halt so, man macht sich Mühe, man schreibt was Schönes zusammen und dann legst du das in so einen automatisierten Funnel rein und jeder, der das einmal bestellt, bekommt das dann irgendwann so im Laufe der Zeit. Und das ist halt die moderne Technik, die macht sowas möglich. Das ist schön, das ist angenehm. Ich finde das wichtig, das Thema Automatismus, gerade für uns Business Ladies, ganz wichtig, dass wir lernen, Dinge zu automatisieren. Ist übrigens auch ein Thema bei mir in der Gruppe Teamaufbau, weil das ist auch eine Art von Teamplayer, wenn wir bereit sind, Technik für uns arbeiten zu lassen und Automatismen für uns arbeiten zu lassen oder gar zuzulassen, dass ein Funnel, du hast Funnel gesagt, ne? Ein Tunnel, so ein, ja, genau. Genau, der automatisiert E-Mails versendet und Angebote macht. Das geht uns, Business Ladies. Das leisten wir uns, das sind wir uns wert, dass wir automatisch auch Geld verdienen. Und das ist jetzt nicht irgendein Online-Marketer-Spruch, sondern wir zwei wissen wirklich, wovon wir sprechen. Ja. Das sind seriös aufgesetzte Systeme, Abläufe,
wenn man sich zum Beispiel für ein Freebie einträgt oder du hast das Webinar erwähnt, auch da kann es sein, dass ein Funnel losgelöst wird, weil jemand sagt, das interessiert mich, ich will mehr wissen und weil dieser jemand auch jederzeit, wir sind hier erwachsen und völlig frei, sich austragen kann und sagt, danke, das gibt mir, ich gehe wieder. Da braucht man sich nicht zu ärgern, man braucht nicht zu schimpfen, man braucht nicht was auch immer zu sperren. Man kann sich auch gut sein danach, das ist ja gar kein Ding, ja. Das, genau. Ich bin auch mal böse, wenn er sich bei mir austrägt, ja, das ist doch. Geht ja darum, dass wir aufrichtig was geben, wohinter wir stehen können. Und das soll es auch sein, dass wir Angebote machen, weil wir wollen ja helfen, ne? Und wir leben davon und es soll einen Gegenwert kriegen können. Und da gibt's, es gibt ja eigentlich verschiedene Strategien, eine Liste aufzubauen, ne? Ja, also ich habe angefangen damals, ich hatte, als ich irgendwann mal das angefangen habe, mit System zu machen, das ist jetzt 2 Jahre her oder so bei mir, vorher hatte ich ungefähr 500 Leute, die sind so von selber reingekommen. Das waren, was weiß ich, Seminarteilnehmer von mir, die einfach gesehen haben, auf der Internetseite bei mir war so ein Eintragungsfeld, wollen Sie mein Newsletter erhalten? So, ne? Und dann schickst du halt einmal im Monat ein Newsletter raus und ich habe mir damals noch keine Gedanken drum gemacht, was das auch für ein echter Schatz ist, weil das sind echte, echte Interessenten. Und ich habe dann halt irgendwann vor 2 Jahren oder so, oder vielleicht ist es auch ein bisschen länger her, na, ein bisschen länger, da habe ich das erste Mal gecheckt, was das überhaupt für ein Schatz ist und wie toll diese Leute eigentlich sind, dass sie sich überhaupt bei mir eingetragen haben, dass sie wirklich von mir einen Mehrwert haben wollen. Und damals habe ich dann angefangen, das ein bisschen zu systematisieren, habe mir überlegt, wie kann ich diesen Mehrwert stiften, auch regelmäßiger stiften und ohne dass ich da jetzt in Arbeit versinke oder in Burnout renne oder so, ja. Und habe dann erst angefangen zu gucken, wie geht sowas überhaupt, auch wie setzt man sowas technisch um, ne? Ja. Und Klicktipp, wie gesagt, haben wir es schon erwähnt, ist eine echte Hilfe in dem Zusammenhang, aber auch natürlich, du musst auch darüber nachdenken und du musst auch lernen, mit der Technik umzugehen und automatisierte Sachen zulassen, ohne dass du Angst davor hast, dass du denkst, naja, wenn ich es jetzt automatisiere, dann kriegt es jemand mit. Wenn die Inhalte gut sind, dann macht es nichts. Also mir persönlich macht es nichts. Bei guten Inhalten, die automatisiert sind, das sind trotzdem gute Inhalte. Ne? Und sind wir ehrlich, das stört ja niemand. Also man muss ja nicht etwas vormachen. Also es darf jeder wissen, dass das E-Mail automatisch ausgelöst wird. Und also ich finde es sympathisch, wenn ich mich irgendwo eintrage und ich weiß, jetzt kommt da eine Abfolge, die bedient mein Interesse und ich weiß gleichzeitig auch, die Schreiberin hat jetzt nicht einen Zusatzstress, weil sie manuell auslösen muss wegen mir. Ne? Das entlastet mich auch, wenn ich darüber nachdenke. Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Ja, ist interessant, was du sagst. Genau. Ja, ja. Wir haben jetzt auch, also Finn und ich, wir haben, Finn ist mein Sohn, für den, aber die meisten, die hier sind, kennen den. Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel eben auch die Idee gehabt und wir machen jetzt einen. Das ist allerdings wirklich, das ist 100% Handcraft. Ja. Wir machen jetzt so einen Tag, einen VIP-Tag eben für 10 Leute, wo wir sagen, wir bringen an dem Tag, setzen wir mit denen E-Mail-Marketing, also nicht E-Mail, Online-Marketing auf. Also vornehmlich eben auch für Berater und Coaches und Trainer, wie können die ihre Inhalte überhaupt in Online-Produkte packen und wie kann man beispielsweise E-Mail-Listen automatisieren oder wie kann man die überhaupt aufsetzen, wie nutzt man sowas, wie macht man E-Mail-Marketing. Das gehen wir an einem Tag dann eben wirklich mit den Leuten durch, 10 Leute in einem Seminar und dann gucken wir uns das ganz genau an, Schritt für Schritt entwickeln mit jedem so ein eigenes Konzept, ne? Dass die eben gucken, wie können sie mit ihren eigenen Inhalten sein. Und macht ihr so eine Strategie mit jedem individuell dann? Das ist bares Gold. Weil sonst mehr kannst du nicht machen an einem Tag. Ne? Nö, aber bares Gold, also das ist ja wahnsinnig, was ihr da den Leuten zu verfügen. Ja. Also wir werden halt einfach oft gefragt, wie macht ihr das? Und weil, naja, da haben wir jetzt halt gesagt, okay, wir setzen jetzt einfach so einen Tag auf und machen das dann. Haben jetzt so ein paar Tage gewählt, wo die Leute sich dann einbuchen können, aber wir nehmen halt nur, also mehr machen wir dann auch nicht, weil ja, schon recht happig mit 10 Leuten individuell, ja, ja. Ja, genau. Und wir haben, sagst du, wann ist das denn? Bitte? Wann? Jetzt April und Mai haben wir Termine gewählt. Also wer sich dafür interessiert, ich setze nachher hier mal einen noch rein. Das muss ich mal eben. Ich glaube, hier kann ich das rein. Ja, oder auch im Nachhinein.
Also es kostet, Achtung, nur 250 Euro. Wir haben das Wie gesagt, bitte? ja, im Moment, also wir werden es später nochmal anbieten für 999. Ja, eben, wollte ich dir sagen. Und es sind auch jetzt schon ein paar weg. Ich muss mal eben gucken, was passiert, wenn ich das da jetzt reinsetze. Sieht man das jetzt? Ich Ja. habe da. Man muss sich bewerben. Man muss sich bewerben. Weil wir Aha. haben, sieht man das mit dem Link? Ich sehe das nicht. Am Bildschirm sieht man es ja. Ich weiß nicht, ob man das Man an. muss sich bewerben. Man muss sich bewerben. Man muss sich bewerben. Genau. Ja, das finde ich cool. Also, und nach welchen Kriterien wählt ihr da aus? Vor allem geht es uns darum, dass wir keinen dabei haben, der mal eben schnell für ein kleines Geld was mitnehmen will, sondern wir wollen wirklich nur Leute dabei haben, die sagen, ich will mir das jetzt einmal angucken. Ich vertraue noch nicht 100% darauf, ob das mit meinen Inhalten geht. Aber wenn es mit meinen Inhalten geht, dann möchte ich da richtig loslegen. Und ich habe keine Lust, dass da Leute drin sitzen, die dann so sagen, auch kleines Geld hier nehme ich mal mit. Ja. Weil dafür, wenn du nur 10 Plätze in einem Tag hast, ja, kannst du dir, bei 1.000 Plätzen ist es egal, ob du so jemanden dabei hast, aber bei 10 Plätzen ist es nicht egal. Und Ja. Du ich kannst jetzt übrigens die URL wieder hide oder so machen, weil es erscheint sonst permanent im Ah, Irgendwo. alles klar. Und später muss es noch in den Chat, die Leute können es nicht anklicken. Weiß halt nicht, wie ich es hier in den Chat reinkriege. Hat, glaube ich, unten in deinem Cockpit unten noch eine Zeile. Ah, Komma. guck mal. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Da muss ich runterscrollen. Das mache ich mal rein. Das ist manchmal hilfreich. Ja. Ja, das finde ich genial. Also das ist ein grenzgeniales Angebot. Ah, Finn hat es gerade gepostet. Finn hat es gepostet. Ach ja, sehr gut. Ganz, ganz genial. Also Leute, liebe Leute, wenn ihr Ja, auch, seht, genau, zeig mal. wenn ihr das jetzt seht und wenn ihr zum ersten Mal gehört habt in diesem kleinen Talk mit Julia und mir, was Funnels sind, E-Mail-Marketing, automatisch Geld verdienen, dann müsst ihr da hin. Ich sage euch, das ist bares Gold wert. Ich habe das gemeinsam mit Julia zusammen richtig tief schürfend gelernt, letztes Jahr in einem High-End-Coaching-Weiterbildung. Drittes Seminar zu dem Thema. Also wir haben jetzt echt richtig viel, also mein drittes Programm. Ich habe davor auch schon zwei andere gemacht. Ja, ich auch. Ich habe jetzt total viel gemacht. Also wir sind echt fit und Julia und der Finn zusammen, die haben ja eine Schule, wo sie solche Dinge unterrichten. Also die sind echt hier gut drauf. Also Top-Angebot, vielen Dank. Also finde ich cool. Ich werde das auch noch weiter erzählen. Danke. Ja. Sehr Also gerne. was ich am schönsten finde bei der Sache mit den Listen. Es ist für mich eine enorme Erleichterung, dass ich über diese Infoletters oder wie es halt dann heißt, ne, über dieses E-Mail-Marketing. Schade, dieser Begriff hat auch schon einen schlechten Nachgeschmack, aber es ist wirklich eine Form von Marketing und ich mache das über E-Mail. Dadurch habe ich enorme Erleichterungen. Erstens kann ich automatisieren und so auch Geld verdienen, ohne dass ich immer Vollgas stramm stehen muss. Zweitens, ich kann potenzielle Interessenten und auch bestehende Kunden auf einen Schlag bedienen mit meinem Herzenscontent. Das kommt ja vom Herzen. Und das war früher für mich viel anstrengender. Ich bin eine überzeugende Netzwerkerin, also immer noch, jetzt wieder nach dem Unfall geht's wieder. Ich bin auch gerne offline unterwegs, schüttle die Hand, bringe Menschen zusammen oder verschicke auch einen Zeitungsartikel, wenn ich an jemanden denken muss, dann kriegt dieser jemand den. Weißt du, ne? Halt altes Netzwerken wie früher, dass ich stehe dahinter und ich finde einfach, man darf nicht unterscheiden zwischen off und online. Es gehört beides zusammen. Es Und profitiert vor allem so herrlich voneinander. Das ist ja auch, ja. ja. Ja, also das habe ich auch, ich glaube, zu spät begriffen, muss ich echt sagen. Obwohl ich ja ziemlich früh angefangen habe mit so Sachen wie Xing damals und so weiter, wo ich ja extrem gute, also über Xing habe ich extrem viele und hohe Umsätze gemacht, ja, weil ich da sehr mit den mit Leuten mich vernetzt habe und man hat sich dann auch so kennengelernt, dann warst du in irgendeiner Stadt zum Trainieren, dann hast du dich mit den Leuten zum Kaffee getrunken und so genau das, was du sagst, also diese Mischung zwischen online und offline. Ich habe damit allerbeste Erfahrungen, ja. Ja, ich auch. Und das ist so erleichternd,
Ich habe gerade kürzlich wieder einen Artikel darüber geschrieben mit der Empfehlung, dass man halt sich gezielt aussucht, welche Social Medien man bedienen möchte. Es bringt nichts, wenn man überall sein will. Aber wie du sagst, Xing oder wir jetzt auch hier auf Facebook, ein bisschen noch Twitter, aber das dann dafür so betreiben, dass die Leute regelmäßig was kriegen. Der Vorteil ist, erstens, ich sehe die Leute, die mit mir verknüpft sind, mit Fotos und was sie posten. Und das ist doch so schön, wenn ich die dann live sehe und sagen kann, hey, vielen Dank, ich freue mich über den Post von gestern, dass alles so gut gelaufen ist bei Seminar XY. Und die staunen doch, die Leute staunen und haben Freude. Und schon haben wir wieder eine Beziehung gepflegt, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Im Gegenteil, ich wüsste vielleicht nicht mal den Namen mehr, weil ich ihn vor 2, 3 Jahren mal getroffen habe. Und so ist es auch umgekehrt. Sie verknüpfen unser Bild, unsere Inhalte, die wir da preisgeben oder Empfehlungen oder was auch immer. Und man bleibt eher frisch in den Köpfen von den Leuten. Und eine meiner Netzwerke, Ich muss jetzt mal ganz kurz, ich muss auch einfach mal ganz kurz an die sagen, die das jetzt sehen. Die Chantal, die ist auch geil, die schreibt ein ganz, ganz hervorragendes Blog und auch sehr tolle Newsletter, muss man einfach mal sagen. Also, ja, finde ich echt, ja, du gibst tierisch Content, ja, tierisch Content. Also, wo ich immer denke, boah, jetzt schon wieder so viel und so, also richtig, richtig gut. Wer irgendwas wissen will zum Thema, wie komme ich bei mir an? Wie bleibe ich in Balance? Wie bin ich sensibel? Wie höre ich auf meine innere Stimme? Wie baue ich Teams auf? Wie werde ich erfolgreich? Also ist bei dir wirklich gut aufgehoben. Alleine schon mit dem kostenlosen Content, muss man echt sagen. Ja, Echt. danke schön. Das freut mich zu hören. Ich habe ehrlich gesagt vor 2, 3 Wochen überlegt, ob ich wirklich aufhören soll, regelmäßig einen Newsletter, bei mir heißt es Insights bewusst bei mir, Ja. diesen Infoletter zu versenden, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege keine Resonanz. Jetzt habe ich interessanterweise vor 10 Tagen an einem Live-Event von über 300 Business Ladies in der Schweiz teilgenommen, das mache ich schon zum dritten Jahr, eine wunderbare Veranstaltung, echt, und habe da von Frauen, die ich teilweise nicht kannte, Komplimente gekriegt, die sind zu mir gekommen, hallo Chantal, so schön, ich krieg deinen Newsletter und Dankeschön und ich, jedes Mal stand ich da, Kiefer da unten, und dachte, nö, ne, wie gerufen, diese Zeichen hören nicht auf. Na, und ich mache es nicht mehr jede Woche wie früher. Früher hatte ich knallhart jede Woche einen Blog, jede Woche Podcast, jede Woche Newsletter. Das hat sicher Sinn gemacht, am Anfang, um ein bisschen Stabilität da reinzukriegen, aber jetzt lockere ich das und gehe auch sehr stark nach meinem inneren Wunsch. Ja. Aber das freut mich. Vielen Dank. Aber das ist es eben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du jetzt gerade erwähnt hast. Also viele denken halt, wenn sie jetzt was rausschicken, das ist dann so eine anonyme Veranstaltung. Es ist aber, ich glaube, man muss da den Blick so ein bisschen wechseln, weil es ist für einen selber natürlich so, dass man die Reaktionen der anderen ja gar nicht mitbekommt. Also ich kann es nicht sagen, ich kann höchstens versuchen, an den Statistiken nachzuhalten, wie viel Prozent der Leser haben es jetzt gelesen oder wie viele haben jetzt irgendwie noch einen Link angeklickt, wenn ich jetzt noch ein Video reingestellt habe oder so. Aber ich kriege natürlich keine direkten Reaktionen mit. Aber genau sowas, was du jetzt eben geschildert hast, mit dieser Veranstaltung, wo du dann Leute triffst und wo du sagst, du kennst sie nicht, aber die kennen dich schon. Das ist doch verrückt, oder? Also ich habe auch. Das ist jetzt 1,5 Wochen her, da habe ich auch von einem jungen Mann eine Anfrage bekommen, also eine Coaching-Anfrage via E-Mail. Die war so formuliert, wo ich so den Eindruck habe, der kennt mich. Und ich denke die ganze Zeit, ey, der Name, nee, sagt dir nichts, ja. Und dann habe ich, ich muss sowieso dann immer mit den Leuten auch vorher nochmal telefonieren und so, damit ich einfach ein bisschen weiß, was wollen die inhaltlich. Und dann habe ich ihn gebeten und am Telefon habe ich gefragt, sagen Sie mal, dann sagt er, ja, ich bekomme schon seit Jahren Ihren Newsletter. Und außerdem, meine Freundin hat mal bei Ihnen ein Seminar gemacht, das war wohl total klasse. Super. Ja, aber genau das ist der Punkt. Das weißt du nicht. Du sendest was raus und du weißt es nicht. Es ist so wie ein Samen, den du so aussiehst und irgendwie der fällt dann auf den Boden, auf den fruchtbaren hoffentlich, ja. Und Ja, und ich bin ganz sicher,
Es ist fruchtbar, weil dadurch, dass immer wieder mal etwas kommt, bleiben wir frisch in den Köpfen. Und der Anfang ist in meinen Augen ganz wichtig. Der Anfang, wenn jemand einen abonniert, ob es ein Newsletter ist oder ein Freebie oder ein Webinar, das sollte gerade zu Beginn wieder was kommen. Ne? Wenn, das hast du vielleicht auch schon erlebt, ich habe mal jemanden gebucht, 3, 4 Tage später kommt die E-Mail und ich denke, wer ist das? Also nur weil ich genau weiß, ich kriege nur Dinge, die ich selber bestellt habe, habe ich mir noch Zeit genommen dann, bin auf die Webseite und habe genau nachgeforscht, wer ist das? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ah, ich habe doch ein Angebot von ihr bestellt, das ist einige Tage her. Hätte sie sofort reagiert mit einer automatischen Mail, ja, Ja. hier, du hast dich eingetragen, vielen Dank, hier kommt vielleicht noch ein Freebie oder ein Geschenk oder etwas zu mir, mehr zu mir, 2, 3 Mails. Das wäre mir nicht passiert. Ich hätte sie hier gespeichert gehabt. Und der Anfang ist wichtig für den Beziehungsaufbau. Ein Ja. bisschen nachdoppeln, den Leuten die Chance geben, dass das hier bleibt, dass es greift ein wenig. Und dann ist, ich glaube, was auch noch wichtig ist für den Listenaufbau, ist eine gewisse, also nicht nur die Kontinuität von Inhalten, sondern auch eine gewisse Linie der Inhalte. Ne? Das ist sicher auch deine Erfahrung. Du bist bekannt für Charisma, für Auftreten auch und jetzt inzwischen auch für diese Automatismen und Geld verdienen, ne? Ja, wobei ich zum Beispiel eben auch verschiedene E-Mail-Listen inzwischen habe, weil ich weiß, dass sich meine Interessenten auch für unterschiedliche Schwerpunkte interessieren. Also Das ich ist habe Wahnsinn. beispielsweise eine Liste von Interessenten die sich für das Thema Videos interessieren. Wir haben ja die Videoschule und es gibt halt einen großen Interessententeil, der ist zu diesem Thema eben unterwegs. Und die kriegen auch Inhalte dazu. Oder dazu dem Charisma-Thema, das kriegt wieder eine andere Liste. Ja, die kriegen nicht immer alles, sondern ich habe das schon aufgeteilt. Ich habe auch Leute dabei, die haben alles bestellt. Ja, da denke ich mir manchmal, oh, das ist aber viel. Ja. Ja. Das kann ich da nicht ändern. Die müssten dann im Zweifelsfall was abbestellen, wenn es ihnen zu viel ist. Aber also so ist es schon so, dass ich das so ein bisschen verteilt habe, weil die Leute schon unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also wer sich beispielsweise jetzt mal für ein Webinar angemeldet hat zum Thema Online-Marketing, der ist ja nicht zwangsläufig am Thema Charisma interessiert oder so. Ne? Also Ja, aber du bist natürlich auch wirklich vielbegabt, muss man bei dir schon sagen. Du hast es inzwischen in genug. aber du bist ja in diesen 20 Jahren deiner Expertise wirklich in jedem dieser Themen tief rein und wirklich Expertin. Also Ja. das kannst du dir erlauben. In der Regel empfiehlt man das ja nicht, vor allem den Newcomern, dass sie verschiedene Schwerpunkte haben, sondern dass sie vielleicht sich mal auf eines konzentrieren, da einige Monate richtig tief reinknien. Und warum nicht später, ne? Das hast du bestimmt auch so gemacht, ne? Eines davon. Ganz klar. Die ersten Jahre habe ich nur zum Thema Charisma geschrieben und Wirkung. Und natürlich für mich sind diese anderen Sachen, die sind für mich ja Teilbereiche davon. Also wenn ich zum Beispiel ich habe noch ein Produkt, das heißt Kundenmagnet, was ich auch im Moment lanciere. Und beim Kundenmagnet ist es auch so ganz klar. Also wenn es darum geht, Kunden ins eigene Leben zu ziehen, Sichtbarkeit und so weiter, das hat für mich ganz klar auch mit diesem Thema Charisma zu tun. Da gibt es auch ein Kapitel drin, das heißt so, ja. Für mich hängen die Sachen schon sehr, sehr unmittelbar auch zusammen. Aber die Gründe, warum sich Menschen irgendwo eintragen oder so, ich bin da auch selber ein bisschen vorsichtig mit. Ich will nicht jeden immer mit allem belämmern dann, ja. Wenn ich dann so denke, sei eher ein bisschen vorsichtig, aber irgendwann später kriegen die Menschen meistens auch mit, was du sonst noch so machst, ne? Manchmal hat man ja auch nochmal aktuelle Themen, die man rausschickt. Was weiß ich, bin jetzt im Sommer wieder auf der Woman and Work. Das ist hier so eine Messe in Bonn. Da schicke ich natürlich auch vorher Newsletter nochmal an alle raus. Das ist kostenloser Angriff für Frauen, sehr interessant. Also ich war auch schon als Besucher dort, bin aber jetzt inzwischen auch Aussteller seit 2 Jahren. Und ja, das ist eine gute Messe. Also wer in NRW wohnt oder für den es erreichbar ist oder so, das ist cool. Also da schicke ich dann auch aktuelle Newsletter raus, ja, in solchen Fällen. Logisch. Machst du aber, glaube ich, auch für Veranstaltungen, ne? Ja, also ich glaube, das wäre schlichtweg Blödsinn, wenn man es nicht macht. Das, ja, manchmal vergisst man es. Ne? Also ich habe gerade gestern wieder gedacht, da sind mir 2, 3 Lichtlein aufgegangen. Ah, das könnte ich noch. Es braucht gar nicht so viel, weil man da schon warm ist. Und da
Hätte ich vergessen, da zu posten, ne? Oder Xing-Gruppen. Ne? Also du bist jetzt da ein bisschen mehr drin und halt schon recht Profi für Xing und generierst auch nachweislich Geld über Xing. Ja, Und ich bin im Moment auch da, also zu viel zu tun gerade, um da dauernd rumzuspringen. das ist halt Arbeit. Also da muss man sich nichts vormachen. Wer was anderes erzählt, dass man, wenn man Online-Marketing macht, dass es nicht mehr zu arbeiten gibt, das stimmt nicht. Ne? Auch wenn man Funnels, die funktionieren, entwirft, man verbessert die immer wieder. Du hast es zu Beginn erwähnt im Vorgespräch. Ne? Wenn etwas, bis etwas mal läuft, ist echte Arbeit. Aber nachher ist es auch skalierbar. Das ist auch sehr geil. Ja, genau. Also das ist halt, ich meine, klar, deshalb machen es die meisten Leute, glaube ich. Also, weil du dann irgendwann, wenn das Ding läuft, hast du wirklich diesen Effekt, du wachst morgens auf und hast auf deinem Handy die Meldung, du hast gerade über Nacht, was weiß ich, 3000 Euro verdient oder so, während du geschlafen hast. Ein Ja. schönes Gefühl. Und das machst du ja nicht mit irgendwas, sondern das machst du ja auch noch mit Sachen, die für andere wirklich, wirklich hilfreich sind. Ne? Also, aber diese Prozesse musst du natürlich erstmal aufsetzen. Insofern, das ist Geld, das ist am Anfang, das ist Arbeit, ne? Aber wenn du das einmal laufen hast, dann macht es gerade uns Selbstständige eben auch so ein bisschen sicherer in so Zeiten wie Urlaub oder sei mal krank, ja? Ich erinnere mich, ich hatte vor 15 Jahren, 16 Jahren hatte ich mal einen Bandscheibenvorfall. 6 Wochen ausgeschaltet, weil ich durfte nicht sitzen. Ich hatte eine OP, ich durfte nur stehen oder liegen. Fahr mal Auto so, kannst du vergessen. Unglaublich, ja, unglaublich. Das macht uns Selbstständige, macht das gerade. Ja, und das sind ja immer so ein bisschen diese Horrorvorstellungen, die man als Einzelselbstständiger auch hat, dass du halt kein Netz hast, was dich auffängt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kannst du mit dem Online-Marketing natürlich stemmen dann hinterher. Ne? Ja. Meine Liebe, wir haben unsere Zeit schon wieder erreicht. Ich könnte mit dir schon wieder stundenlang weiter plaudern. Aber wir haben ja einen Freund, Ja. ne? Über dieses Thema Listenaufbau. Also wer da noch mehr wissen möchte, bitte kontaktiert Julia, Finn oder auch mich. Wir sind da wirklich sehr begeistert damit. Ich bin im Moment übrigens auch ein Programm aufbauen für automatische Funnel, dass man da einen Online-Kurs, ja, mach gerade 3 Tests mit 3 Kundinnen. Das ist ganz, ganz genial, auch für mich als Erfahrung, mit jeder wieder anders. Aber kommt auf uns zu, also wenn du jetzt Unternehmer bist, Unternehmerin bist und denkst, hey, wovon sprechen die eigentlich, oder was heißt Liste, oder was heißt Tag-basiert, oder was auch immer, das ist Know-how, das solltet ihr wissen, das sage ich jetzt, ich behaupte das, da geht euch etwas durch die Lappen, wenn ihr es nicht wisst und es nicht umsetzen könnt. Das ist voll meine Meinung. Wie ist es Aber bei dir? ihr könnt uns fragen. Ja, fragt uns, wir sind gerne da für euch. Ja, und Haben einen neuen Termin, ne? ja, in 3 Wochen. 19. April. Auch am Mittwoch um 18:30 Uhr treffen Und das wir ist uns wieder. hier gehostet, ne? Ja, wahrscheinlich wieder bei mir zu Gast dann. Ich freue mich sehr. Dann geht es um dein Lieblingsthema, nämlich Sichtbarkeit. Ja, ganz wichtig für uns, wenn wir verkaufen wollen, wenn wir wollen, dass wir Kunden kriegen. Ja, aber es gibt auch verschiedene Formen von Sichtbarkeit, die werden wir mit Sicherheit ansprechen. Ne? Auch Also ein Thema, wo wir Wochenenden sprechen könnten drüber. Ne? definitiv. Und E-Mail-Marketing ist ja auch nur ein kleiner Teil von Sichtbarkeit letztendlich. Ne? Ja, absolut. Hast du absolut recht. Ja. Sehr cool. Gut. Ja, Chantal, magst du noch deine Gruppe hier gleich in den Chat setzen, damit die Leute wissen, wenn sie sich für das Thema Teamaufbau interessieren oder auch automatisierte Teammitglieder quasi, wie eben zum Beispiel automatisierte Möglichkeiten. Wen das interessiert, der ist bei der Chantal gut aufgehoben. Auch beim Thema, ja, bewusst bei mir. Das ist so Chantals Hashtag, mit dem sie immer umgeht. Und da geht es darum, in sich selber hineinzuhorchen. Ich habe da von der Chantal auch sehr viel lernen und mitnehmen dürfen, wenn es darum geht, um eigene Sensibilität und Wahrnehmung. Und Chantal ist da die Großmeisterin drin, auch das Menschen zu zeigen, wie das geht. Es ist halt auch der Hauptknackpunkt in meiner Teamaufbaugruppe. Also es geht um Aufbau und um Führung bestehender Teams, oder einfach auch simple Dinge, ohne ein Team zu gründen, um sich zu entlasten halt. Aber das steht und fällt in meinen Augen neben bewährten Business-Tools
Tools einfach auch mit unserer Intuition, unserer feinstofflichen Fremdwahrnehmung, was wir vom Menschen, der jetzt hier mir gegenüber sitzt, auch wahrnehmen. Und das zu lernen, bewusst zu integrieren ins Business, das hat eine enorme Kraft. Da kann man sich so viele Sorgen und Gedankengänge sparen und einfach viel schneller, effektiver, produktiver auch Entscheidungen fällen, zum Beispiel besser führen, Menschen einfach ihrer Art entsprechend an die Hand nehmen. Und das ist schlussendlich dann eine Art von Führen, die weniger aufwendig ist. Viele Menschen denken, nee, ich brauche kein Team, das schreckt mich ab, das wird anstrengend, ne? Aber so ist es halt dann weniger anstrengend. Ja. Ja, danke für das schöne Schlusswort, Chantal. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Und für deine Zeit und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, freut mich sehr und ich freue mich aufs nächste Mal am 19. April. Wir kündigen es wieder natürlich rechtzeitig vorher an und teilen es auf unseren Seiten und in unseren Profilen, sodass jeder Bescheid weiß. Und ansonsten kann man es ja auch immer noch nachsehen, ne? Auf jeden Fall auch hier jetzt das Replay. Fühlt euch frei, das zu teilen und weiterzugeben. Das freut uns natürlich. Und ja, scheut euch nicht, uns anzusprechen. Genau. Jede Anfrage. Also ihr Lieben, macht's gut, habt einen schönen Abend. Ich habe nachher noch einen, freue ich mich schon drauf, einen Live-Call mit meiner Lieblingsschule. Wunderbar. Habt Fun, viel Freude. Dankeschön. Also bis dahin, alles gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. So, jetzt muss ich hier End-Broadcast drücken, glaube ich. End-Live.